Das war ein ganz müder Wochenstart an den Börsen. Wir blicken trotzdem auf unsere Shortbilder und damit hallo und herzlich willkommen zum Tagesausblick von tradingportal.net. Ja, der Montag, es war ein ganz müder Start in die neue Woche. Der DAX nahezu unverändert, am Ende leichtes Plus hat er stehen, aber fast als Doji innerhalb der Vortageskerze, als Intraday wirklich keine Signale, sehr müder Handel, Sommerhandel, auch an den US-Börsen, sehr dünner Handel, der dünnste Handel seit Mitte Februar. Beim DAX war es sogar, der nun sogar die schwächsten Umsätze seit Jahreswechsel, also seit Anfang Januar, wo die Umsätze allgemein natürlich immer sehr gering sind. Also nichts los, richtiger Sommerhandel. Das ist natürlich vielleicht auch etwas eine Gefahr, denn wenn ein Impuls gesetzt wird, diesen dünnen Handel, kann die Bewegung umso heftiger ausfallen. Der S&P 500 im Übrigen immer noch an der Allzeithochmarke, traut sich auch nicht so recht voran, aber das hatten wir so im Wochenausblick schon genauer besprochen und kann gerne nochmal angeschaut werden. Ansonsten stand heute im Fokus direkt am Morgen, beziehungsweise sehr früh am Morgen, Japan BIP Q2 mit minus 27,8%. Noch schlimmer als befürchtet. Japan war davor schon deutlich innerhalb einer Rezession. Die hatten ja allgemein schon Probleme. Auch durch eine Mehrwertsteuererhöhung sind sie schon vorzeitig in die Rezession gerutscht. Und jetzt ist sie durch Corona sogar noch tiefer ausgefallen als bereits befürchtet. Und das Japan, ein Land mit der Bank of Japan, die ultra lockere Geldpolitik noch weiter treibt, noch viel weiter bereits getrieben hat, ein, zwei Schritte weiter ist als die EZB oder die amerikanische Fed. Aber letztendlich auf die Realwirtschaft kommt diese Geldpolitik eben nicht wirklich an. Und auch am Aktienmarkt, den Nikkei-Index, den hatte ich euch auch schon mehrfach gezeigt, das große Bild letzten Jahrzehnte läuft eigentlich nur noch seitwärts. Also das ist immer der Blick, lockere Geldpolitik, es kann immer nur noch nach oben gehen. Dann muss der Blick nach Japan folgen und dann muss man feststellen, A, für die Wirtschaft bringt es nicht wirklich so viel Nennenswertes und B, der Aktienmarkt läuft nur noch seitwärts, dafür steigen natürlich die Risiken, aber es profitieren natürlich auch welche von der lockeren Geldpolitik. Wir sehen mal hier die Vermögensentwicklung der großen Wall Street-Milliardäre seit der Pandemie und da kann man sehen, dass ihr Vermögen weiter explodiert ist, eben durch eben die lockere Geldpolitik. Auch diese viel Liquidität, die da auch in den Aktienmarkt läuft und die gerade die großen Tech-Werte dann pushen, extrem die Höhe treiben und Blasenbildung vorantreiben, profitieren natürlich dann diese Wall Street-Milliardäre in der Pandemie ungemein. Die Schere arm-reich geht hier wirklich ordentlich weiter auf. Und diese Extrem habe ich immer diesen Chart dargestellt. Das ist der Tesla-Monat-Chart. Jede Kerze stellt einen Monat dar. Seit 2020 ist es nur noch Wahnsinn. Das ist keine normale Entwicklung. Das ist auch kein gesunder Markt. Und es ist auch kein gesunder Chart. Und solche Chartbilder, solche Fahnenstangen-Chartbilder, die enden eigentlich auch genauso bitter immer wieder. Jetzt ein Tesla wieder am Allzeithoch. Heute, glaube ich, wieder 8% mindestens nach oben. Einfach so. Und Elon Musk wird immer reicher. Und ja, 400% plus seit März. Das ist ein ordentlicher Wert. Nein, das ist kein gesunder Markt in diesen bei diesen Tech-Werten. Nun gut, aber wir blicken in den DAX hinein. Ich habe es ja schon gesagt, dünner Handel, Sommerhandel, dünnste Umsätze seit Jahreswechsel. Und wir blicken mal auf unseren Wochenchart. Nee, ich bin gar nicht im Wochenchart, sehe ich gerade. Der Wochenchart ist hier. Sorry für diese kleine Verzögerung. Unsere aktuelle DAX-Wochenkerze. Und das kleine Ding, das ist sie, auch ein kleiner Doji letztendlich. Nichts passiert innerhalb der Vorwochenkerze. Dieser Cluster wäre letztendlich hier aktiv mit der Zwischenzone 18,85. Da verläuft das mittlere Bollinger Band oberhalb. Sollte eben, Blick zurück zum Wochenausblick, da sollte eben die Spanne hier aktiv bleiben. Erstens 905, 975 ist die erste Zone, die nicht ganz voll angelaufen werden darf. Falls doch, da ist nämlich dann der Bereich hier oben zum 2018er Trend bei 13.050 wieder aktiv. Die 950, 975 haben wir nicht komplett durchlaufen. Und so blieben wir hier einfach als kleiner Doji zurück im Wochenchart. Und es gibt keine Signale. Dieser Cluster wäre aktiv runter 6,80, 6,10, dann weiter zu 18 und dann die 9,50,
50 und 9,75 dort ausgebremst heute. Falls wir dort drüber kommen, wäre die 13.050 eben die nächste Marke, die wir wieder anlaufen könnten. Wenn wir dort drüber steigen, geht es in weiter Richtung 13.165 und dann 235 Richtung 400. Wäre dieser Cluster dann wieder aktiv. Das übergeordnete Bild hatten wir aber besprochen zum Wochenausblick. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, das Video. Es ist ja nicht viel passiert. Ich muss ja nicht alles wiederholen. Dieser neutrale Cluster wäre jedenfalls aktiv. Jetzt gehen wir in den Tagesschart hinein. Jede Kerze stellt einen Tag dar. Unser Inside Day, also die Kerze innerhalb der Vortageskerze, fast als Doji ausgebildet, nahezu unverändert, keine Signale. Ich habe es ja gesagt, mittlere Bollinger Band, erste wichtige Support. Morgen verläuft es bei 8,5. Oberhalb sollte eben die Spanne aktiv sein, Richtung 19, 29 und dann 9,50, 9,75, diese entscheidende Marke, die nicht voll angelaufen werden darf. Haben ein paar Punkte gefehlt für die 75, aber ja, das ist nun dieser Cluster, in dem wir uns aktuell bewegen. Untergeordnet ist diese Spanne aktiv. Wenn wir die 9,75 wirklich komplett anlaufen, ist das wieder so ein Bereich, dann müsste es einen weiteren Hochpunkt geben. Da hat dieser Zone wahrscheinlich wieder freigeschalten. Da geht es über die 13.000 zur 13.050 zu dieser Trendlinie. Darüber weiterentwickeln 13.070, 13.100 im zweiten Schritt 165. Aber das wäre dann eher im Wochenverlauf weiter zu sehen. Unterhalb vom mittleren Bollinger Band morgen bei 12.805. Erste Eintrübung über die 57. Dann geht es ja Richtung SMA 38, 6,95 verläuft es mittlerweile und dann zur 6,10. Wäre dieser Cluster dann hier aktiv. Letztendlich haben wir dünnen Handel. Wir bewegen uns wirklich in engen Spann seitwärts. Wenn hier mal Dynamik reinkommt, dann können diese Marken hier ganz zügig fallen, überwunden werden. Mal schauen, ob es so weit kommen kann in dieser Woche, ob es diesen Impuls geben kann. Morgen im Blick nur auf alle Fälle 9,50, 9,75 Zone muss man betrachten. Also genau dieser Bereich, kommen wir schon fester rein morgen, dann kann man sich, glaube ich, auf diese Spanne hier sehr gut einschätzen. Mit 13.000, 13.050, das sind diese ausbilden. Also wenn wir sogar oberhalb der 75 reinkommen, muss man erstmal schaffen. Wenn wir sehen, falls ja, ist diese Zone morgen unsere bullische Range, die wir ausbilden können. Und falls wir unterhalb bleiben, 9,50, 9,75, auch nicht voll anlaufen, dann wäre die 9,20 die erste Marke. Kommt direkt auch unterhalb der 9,20 rein, wäre es sogar ein bisschen die Einladung, vielleicht wirklich Richtung mittleres Bollinger Band zu laufen. 9,20, 8,80, 8,50 zu 8,5 wäre dann unsere Marke. Also im Idealfall sogar unterhalb der 9,20 reinkommen. Dann könnte das mittlere Bollinger Band morgen wieder in den Fokus rücken. Darunter wäre auch die 7,50 zu nennen und darunter die 6,95. Aber gut, das können wir dann sehen. Vermutlich werden nicht gleich so große Tageskerzen ausgebildet. Bei größerer Bewegung würde ich euch einfach empfehlen, in den Trading-Chart auf tradingportal.net vorbeizuschauen. Da gibt es dann die aktuellen Shortbilder. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen kleinen Like da lasst, vielleicht auch ein Abo. Und dann werden wir mal sehen, ob der müde Handel, die dünne Umsätze, morgen eine Fortsetzung finden oder ob vielleicht doch etwas Dynamik aufkommen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und gerne bis im Trading-Chat auf tradingportal.net. Ciao.